Hallo Sebastian. Hörst du mich, Gunther? Ja, Ja, gut. kannst du mich gut hören? Sehr gut. Ja, ich war kurz Pause machen und war natürlich schon dabei beim interessanten Vortrag. Ah, okay, von Bernd. Bernd, ja. War ja herzerfrischend und gut für das Thema. Kann man super weitermachen. Du, pass auf, ich werde möglicherweise von der Seite gesehen, weil ich da den kleinen Bildschirm habe und da Kein den Problem. macht, glaube ich, nichts beim Reden, oder? Ist wurscht, wir sehen eh deinen Vortrag und daneben von dir die Sprecheransicht, also ist es von dem her kein Problem. Möchtest du, dass ich ihn jetzt schon einmal groß schalte? Kannst du schon gerne machen, ja, man sieht mich sowieso, wenn ich was rede, ich moderiere dich dann nur kurz an. Ja. Okay. Willst du es oder soll ich es noch wegschalten? Bitte, soll ich es so Na, kannst lassen, gleich, dass es. die erste Folie reingeben. Alles gut. Ach, was ist jetzt passiert? Job. Sieht Genau, man das? perfekt. Perfekt, perfekt. Also für die bayerischen Gäste habe ich Betonkern genommen statt Bauteil. Das war Ach so, ich habe bewusst. schon schmunzeln müssen. Ja, ich habe schon Ja, gedacht, ah, okay. Aufgrund deiner ersten Folien hast du jetzt Betonkern anstatt Bauteil. ja. Ich erkläre es. Also ich sage es einfach kurz, dass das eine. Dass wir zwar in Österreich dieses Wort gern durchgesetzt hätten, aber im deutschsprachigen Raum endet das leider an der salzburg-bayerischen Grenze. Weil wir heute übergreifend sind, habe ich Betonkern geschrieben. So, lass mal noch die anderen eintreten. Hallo Peter, sehr gut, dann haben wir den dritten Vortragenden auch schon da. So, das werden immer mehr. Okay, jetzt geht es richtig zu. Okay, am Moment, ich klicke und klicke, weil wir müssen die alle eintreten lassen. Das ist ein neues Sicherheitsfeature bei Zoom, dass man die jetzt alle eintreten lassen muss. Ja, aber wenn jemand in Viertelstunde erst kommt, dann. Ja, dann klickt man ihn zwar trotzdem zum Reinlassen, aber dann muss er mit dem Vorlieb nehmen, wo du stehst. Ja. So, da la. Gut, wir stehen derzeit bei 76, ja, noch mehr. Okay, dann. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten. Herzlich willkommen im Slot Bauteilaktivierung. Wir haben versucht, für Sie ein gemischtes Programm zusammenzustellen. Zuerst ein bisschen Hintergrundinfo, Herausforderungen mit Überleitung in die Praxis, dann einen bisschen wissenschaftlichen, theoretischeren Part, weil er so innovativ ist, wo es darum geht, Prüflinge für die Bauteilaktivierung sowohl in Holz als auch in Beton zu untersuchen und die Potenziale und die Fragestellungen dahinter zu erklären. Und dann am Schluss haben wir noch einen Vortrag, wo auch wieder ein praktisches Beispiel angeführt wird, das jetzt in naher Zukunft in Salzburg errichtet werden soll, wo erstmals eben versucht wird, Bauteilaktivierung im Holzbau auch zu machen. Als ersten, ja, grundsätzlich nur für die Leute, die jetzt dazugekommen sind und vorher noch nicht dabei waren, bitte, soweit technisch möglich ist und die Internetleistung das schafft, die Kameras einschalten, dass der Vortragende eben nicht ins schwarze Loch vortragt. Die Mikrofone bitte soweit ausschalten. Chat wird wieder begleitet. Wenn Fragen im Chat kommen, werden sie von unseren Assistenten versucht zu beantworten oder sie zu bündeln, dass wir sie dann den Vortragenden danach stellen können. Einfach darauf lostippen, wenn einem eine Frage einfällt. Wir sortieren sie am Schluss zusammen und versuchen sie dann den Vortragenden zu stellen. Zu den Vortragenden bitte Zeitdisziplin einigermaßen einhalten. Wir haben pro Vortragenden 20 Minuten eigentlich inklusive Fragen, weil eben die drei Themen so spannend waren. Ja, zu unserem ersten Vortragenden, Sebastian Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung Österreichischer Zementindustrie.
Profunder Kenner der Materie Bauteilaktivierung. Er ist einer, der wirklich die Hintergründe und die Herausforderungen auch sehr gut kennt. Sie werden wahrscheinlich wenige finden, die tiefer im Thema drinnen sind, weil er einerseits seit langen Jahren Forschungsprojekte begleitet und auch Monitoringprojekte begleitet, also wirklich da sich eine Wissensbasis aufgebaut hat. Das ist die Wüste, Robert. Was mir besonders auch an ihm gefällt, und ich habe ihn auch schon mehrfach in Vorträgen gehört, er ist kein Faktenverdreher, ja, obwohl die Herausforderungen für die Zementindustrie nicht immer leicht sind. Er hat für sich auch das Motto, was wiegt, das hat's, ja, auch wenn das nicht immer angenehm für sie ist, aber sie kämpfen unermüdlich eigentlich, um einen positiven Beitrag für diese Thematik zu leisten. Und lieber Sebastian, ich bitte dich, mit deinem Vortrag zu starten. Vielen Dank, Gunther. Es ist wirklich nicht viel Zeit. Ich habe im Titel extra Betonkernaktivierung geschrieben, weil ja auch aus dem bayerischen Raum Zuhörer da sind. Und ich weiß, dass unser österreichischer Begriff Bauteilaktivierung sich letztlich nur bei uns durchsetzt. Und in Deutschland ist das die Betonkernaktivierung immer gewesen. Gunther, du hast gesagt, danke für den Hinweis. Eine Folie erlaubst du mir, weil oft sonst im Chat oder hinten nach die Frage kommt, Herr Spaun, wir können Sie nur über Bauteilaktivierung und klimaneutrales Heizen reden, wo doch die Zementindustrie von vielen als sehr bedeutsam oder großer Verursacher gesehen wird. Drei kleine Flashlights. Links kann ich durchaus mit Stolz sagen, wir arbeiten seit 20 Jahren an der Dekarbonisierung unserer Industrie. Und das hat uns immerhin bis heute den Spitzenplatz weltweit in der Zementerzeugung hinsichtlich CO2-effizient gebracht mit 520, 550 Kilo, je nachdem, wie man indirekte Transportemissionen mit einbezieht, führen wir das weltweite Ranking an. Wir wollen uns auf dem nicht ausrasten, immerhin, das ist mehr wie ein halbes Kilo CO2 pro Kilogramm. Von dort geht es jetzt erst richtig los. Wir haben eine ganz klare Roadmap, die den Weg zeigt, wie wir bis 2050, hoffentlich geht schon 40, CO2-neutrales Bauen mit Beton beweisen werden können. Ganz unten rechts, für die, die das dann nachher nachlesen können, sind die fünf partiellen Themen, die sogenannten fünf Cs, wie wir das schaffen. Und eines dieser Cs, die Cs stehen für Klinker, Zement, Concrete, Construction and Carbonation. Und ich möchte heute einen Beitrag leisten zum Thema ressourceneffizienteres Bauen. Noch ganz oben, das ist mir auch noch wichtig und dann bin ich durch. Es schwirren sehr viele Zeilen. Gebt in Google ein, wie viel trägt die Zementindustrie zur globalen Treibhausgasemission zusammen bei. Ich empfehle, die Daten der IPCC bzw. der UNO zu nehmen, also die Primärquelle. Und dort werdet ihr erkennen, 4,1% ist der Beitrag der Zementindustrie. Das ist groß. Wir wollen auf null. Aber ich sage also auch, schaut euch oben an, Energie sozusagen Aufbringung 25% und an zweiter Stelle ist die Abholzung und die Landwirtschaft. Das kommt also oft zu kurz in der Diskussion, weil man sich gerne oft nur auf CO2 fokussiert und nicht auf die anderen Treibhausgase wie Methan, Fluorkohlenwasserstoffe etc. Das ganz zu Beginn. Wer Näheres wissen will, schreibt mir ein Mail und ich bin jederzeit bereit, auch eine Stunde oder länger über das Thema zu sprechen. Warum sind wir auf die Bauteilaktivierung gestoßen? Ja, das zeigt dieses Bild. Egal, in Europa durch die Bank in jedem Land dasselbe, 30-40% der Endenergie verschlingen die Gebäude und etwa 25% des CO2-Verbrauchs. Natürlich durch Baustoffe, aber hauptsächlich durch das Heizen und das immer größer werdende Kühlen. Also neben der Mobilität und der Industrie ist das Bauen das Kernstück jeder Dekarbonisierungsstrategie eines Mitgliedstaates oder auf der Welt. Dieses Bild, ganz kurz nochmal unterbrechen. Wir haben ganz, ganz viele offene Mikrofone und wir haben Hintergrundgeräusche. Teilnehmer aus dem Slot, weil es sind nicht so viele dazugekommen noch, die ich gerade eintreten habe lassen. Alle bitte Kamera an, Mikro aus. Wir haben ganz, ganz viele offene Mikrofone noch, bitte bei den Mikrofonen links unten auf stumm schalten, damit die Hintergrundgeräusche möglichst vermieden werden, weil man hört zum Beispiel Hunde bellen und so weiter, dass man das möglichst hintanhalten. Entschuldigung, danke, gut. Bitte. Ich setze fort. Hier ein ganz zentrales Bild, was ihr hier seht, sind die Temperaturen in Österreich, die mittleren
Sommertemperaturen, glaube ich, sind es in diesem Fall seit Beginn der Temperaturaufzeichnung. Lukas, du musst dein... Nein, Lukas. Ich habe meine E-Mail von meinem Uni-Account abgecheckt. Ja, ich versuche doch wieder das Wort zu ergreifen. Und was man hier sehen kann, ist, dass die Temperaturen eigentlich schon seit Beginn der 80er Jahre, da hat das noch kaum wer außer die Meteorologen gecheckt, ansteigen. Und ihr seht auch, dass Österreich hoch überdurchschnittliches Temperaturwachstum hat. Also nicht in diesem Sommer, aber in den letzten beiden Sommer, glaube ich, hat das der letzte Mohikaner erkannt. Und das war für uns eigentlich der Einstieg in die Thematik, uns mit Gebäuden und Speichermassen auseinanderzusetzen und mit dem Thema sommerliche Überhitzung. Eigentlich vor mehr als 13 Jahren. Hier drei Meilensteine, die fast alle mit Salzburg zu tun haben. Ich muss es dem Bernd, von mir verehrten Bernd Vogel, nach Wien rufen. Wir haben wirklich, ich bin selbst Salzburger, der Gunther weiß das, viele dieser Entwicklungen sind in Salzburg tatsächlich aus den Kinderschuhen gehoben worden. Links der Simulationsraum 2011, auch meine Nachredner noch daran beteiligt, Gunther Grautner, ihr eine zentrale Anlaufstelle. Dort haben wir begonnen mit der Wissenschaft und Forschung rund um Bauteilaktivierung. 5 Jahre vorher haben wir begonnen mit dem Thema. 2016 ein Meilenstein. Das war das erste Haus in Österreich, das wir mit überschüssiger Windenergie die Wärmepumpe angespeist haben und vom Bernd Vogel heute schon oft erwähnt, also sozusagen das Paradestück. Warum hat das eine ganz Müllgrundgasse 22 Bild vor 3 Wochen? Ja, und überall hatten wir auch einen Salzburger Pionier dabei, Harald Kuster. Harald, bei dieser Gelegenheit alles, alles Gute. Er muss sozusagen gesund werden. Das rufe ich dir zu. Harald Kuster, Future is Now, ein Salzburger Pionier dieser Sache. Ja, Bernd Vogel hat es erwähnt, darum kann ich schneller drüber hinweggehen. Die Zukunft der Energieversorgung schwankt. Sonne und Windenergie sind die einzigen erneuerbaren Energien, die noch steigerbar sind. Man könnte, wie das Bernd richtig sagt, fast ins Unermessliche. Alle anderen erneuerbaren Energiequellen, die mancher dann immer ins Treffen führt, sind letztlich aus- oder ausgebaut. Nur noch Sonne und Wind erfährt eine Steigerung. Und wir müssen lernen, mit diesen Spitzen da oben umzugehen im Verbrauch. Und wenn ein Sektor wie die Gebäude eben fast 30-40% der Endenergie verschlingen, dann ist es hoch an der Zeit, dass dieser Sektor auch lernt, mit diesem schwankenden Energiedargebot umzugehen. Wir haben alle miteinander, die Pioniere inklusive, das nicht neu erfunden. Hier aus dem Museumsverein in Kuchl ein Bild einer Hypokaustensheizung der alten Römer schon, die den Ofen auch eingeheizt haben, wenn sie Zeit haben und das Gebäude war dann mehrere Tage warm. Oder wir denken alle an den Kachelofen hier in einer Schwarzwaldstube. Auch da nützt man Speicherung und Strahlungswärme als Medium. In die Neuzeit übersetzt, ich gebe es zu, ein bisschen brutaler Schnitt. Bauteilaktivierung ist keine Hexerei. Wir nehmen die Fußbodenheizungsrohre und gießen sie sozusagen binden sie an die Bewährung an, gießen sie mit Beton zu und das tun wir halt in massigen Bauteilen, zum Beispiel in den Betondecken oder es können auch genauso Wände sein, es könnten auch Stiegen sein. Das wird ein bisschen kompliziert. Die Decke hat viele Vorteile, weil es einfach kostengünstig funktioniert. Warum Beton? Das muss man vielleicht schon erklären, Beton deswegen, weil er sozusagen zwei ganz wesentliche Eigenschaften für die Bauteilaktivierung miteinander verknüpfen kann. Es ist eine hohe volumensbezogene Wärmespeicherfähigkeit. Beton ist schwer, hat eine passable Wärmekapazität einerseits und noch wichtiger, Beton ist ein guter Wärmeleiter. Beton leitet die Wärme etwa 20 Mal stärker wie Holz beispielsweise oder immer noch 10-mal stärker wie Ziegel. Und diese Wärmeleitung, die war in den vergangenen Jahrzehnten einer unserer größten Nachteile. Sie kennen alle den Spruch, Beton fühlt sich kalt an. Wenn Sie auf Beton greifen, dann zieht es Ihnen die Wärme aus der Hand. Und das, was Sie da spüren, ist Praxis, Bauphysik in der Praxis, heißt Wärmeleitfähigkeit. Diese beiden Eigenschaften brauchen Sie aber tatsächlich, um erfolgreich Gebäude, sozusagen Energie in Gebäuden zu speichern und auszutauschen, also zu heizen oder zu kühlen. Ich möchte heute, weil ja meine Nachredner auch noch über andere Möglichkeiten sprechen, eine Folie noch einmal dem Thema Beton und Bauteilaktivierung widmen.
Also eines ist ganz wichtig, die hohen Massendichte und diese bulungsbezogene Speicherkapazität heißt, dass man im Beton in Bezug auf das gleiche Volumen sehr viel Energie speichern kann. Und die hohe Wärmeleitfähigkeit, die führt dazu, dass ich auf einem Bauteil aktivierten, auf einer Decke oder eine Wand völlig gleichmäßige Temperaturen habe. Also ich habe kaum, der Fachbegriff ist, ich habe kaum eine Welligkeit, also dass es nur dort warm ist, wo die Leitung ist, ja, sondern ich habe eine gleichmäßige Wärme und wenn ich eine ganze Fläche gleichmäßig aufwärme, dann kann ich natürlich die Vorlauftemperaturen des Heizmediums sehr tief halten. Und wenn ich die Vorlauftemperaturen tief halten kann, dann heißt das, dass meine Wärmepumpe super effizient arbeiten kann, der COB oder die Arbeitszahl hoch wird. Oder ich umgekehrt bei thermischen Solaranlagen mit sehr niedrigen Temperaturen durch die Solaranlage fahre, was wieder den Vorteil hat, dass der Wirkungsgrad extrem steigt. Beides ist die Voraussetzung, dass wir viel erneuerbare Energie abernten können. So tiefer die Temperaturen in den Leitungen und trotzdem eine warme Wohnung, desto höher ist der Ertrag bei den Erneuerbaren. Und eins ist auch noch wichtig, diese hohe Wärmeleitfähigkeit führt dazu, dass ich gezielt zum Beispiel über die Decke, über die Strahlungswärme der Decke, den Raum, den ich heizen will, das ist dann der darunter, eben heize und nicht den Raum darüber. Also ungefähr 90%, kann mehr sein, auch ein bisschen weniger, der Energie geht in den Raum unter der Decke. Der Selbstregelungseffekt, ein Geheimnis, warum die Bauteilaktivierung eigentlich völlig ohne Regelung auskommt, stimmt nicht ganz, aber über weite Teile ohne Regelung auskommt. Auch das ist letztlich nur dann gut möglich, wenn ein Raum sich mit einer Decke, mit einem Wandbauteil schnell austauschen kann. Also wenn die Sonne, die beim Fenster hereinfällt, sofort in den Bauteil hineingezogen wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass beim Betoniervorgang durch die Rüttler, nicht, das wissen die Betonleute natürlich, das Rohr voll umschlossen wird mit einem hochwärmeleitenden Material, also mit Beton. Das ist wichtig, weil würde sich um ein Rohr ein Ringspalt ausbieten, Sie alle wissen, Dämmstoff ist eigentlich Luft und nicht der Dämmstoff, dann wäre das Gift für den Wärmeübergang. Auch das ein zweifellos großer Vorteil, weil das geht von selber. Und dann habe ich noch so einen Punkt, der für Beton spricht. Wenn es doch mal passiert, dass Sie in einer Wohnung in der Decke den Beton oder eine Leitung anbohren und Wasser austritt, dann ist das Wasser dem Beton ziemlich egal. Ich gebe zu, die Leitung dann freizuschremmen ist eine Scheißhocken, geht, aber ist mühsam. Aber es ist die Tragkonstruktion in keiner Weise gefährdet. Was kostet die Bauteilung im Vergleich zur Fußbodenheizung? Nix. Die Planung, das haben wir schon gehört, und der Hirnschmalz allerdings und auch kluge Steuerungen kosten Geld. Ich zeige nochmal das essentielle Bild, warum wir uns hier 10 Jahre eigentlich beschäftigt haben mit der Frage, ob man Räume von oben heizen kann und ob das viel Geld kostet und ob wir damit in die Baupraxis kommen, weil mit teuren Systemen kommt man in der Regel nicht in die Baupraxis, man kommt mit Systemen in die Baupraxis, die nicht zu viel Umstellung erfordern. Ihr seht hier einen ganz normalen Fußbodenaufbau, also 1 Zentimeter Boden, dann 6 oder 7 Zentimeter Estrich, Trittschalldämmung, Dämmschüttung oder Ausgleichsschicht für die Elektroinstallationen und darunter in dem Fall eine 25 Zentimeter starke Betondecke, die mit 28 Grad Wasser in den Rohren geheizt wird. Und was ihr seht, ist, die Betondecke ist gleichmäßig gelb, ein bisschen rot rund um die Rohre. Und das ist eben auch so ein Effekt. Die Betondecke leitet die Wärme sehr gut, dass ich sie fast schon egal, wo ich die Rohrleitungen einbringe, ob im Kern oder etwas weiter unten, etwas weiter oben, ich die gesamte Betondecke für das Speichern nutzen kann. Also sie ist fast adiabat. Und das Wichtige habe ich schon gesagt, die Wärme geht nach unten, obwohl ich einen ganz normalen Fußbodenaufbau habe, also keine Extrawünsche. Das Einzige, was ich tun muss, Leitungen irgendwo in den Betonkörper einbringen. Hier das Geheimnisdiagramm. Was ist Bauteilaktivierung? Für die Studenten, glaube ich, ganz zentral. Professor Kretsch hat dieses faszinierende Diagramm gezeichnet. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht. Kann man die sehen, Gunther? Siehst du meine Maus? Ja, okay, du hast genickt. Wir haben hier einen Passivhausraum am kältesten Punkt in Österreich, Stadt Klagenfurt, also nicht kälteste Hauptstadt. Und das Szenario ist, wir heizen den Raum entweder mit einer konvektiven Heizung, also Heizkörper ganz klassisch, oder mit einer Bauteilaktivierung auf 21,5 Grad. Und dann passiert entweder ein Blackout,
aller Strom, alle Energie ist weg oder die Sonne ist weg oder mir geht die Windenergie aus und ich überlasse diesen Passivhaus-Eckraum sich selbst. Und was dann passiert ist, was ich hier zeigen möchte, ist, die hellblaue Kurve zeigt, wie viele Stunden braucht es, bis dieser Raum am 1,5 Grad abkühlt. Und ihr seht, bei einer konvektiven Heizung, wenn der Heizkörper nur die Luft und die angrenzende Hüllfläche warm gehalten hat, dann ist in etwas mehr wie einem Tag, ist sozusagen der Raum um 1,5 Grad abgekühlt. Genau der gleiche Raum, der aber vorher über die Betondecke geheizt war, die vielleicht 2 Grad mehr hat wie der Raum oder 1,5 Grad mehr hat, dauert es, leider habe ich da die Bilder, ich sehe nicht, was ich geschrieben habe damals, ich glaube 119 Stunden steht da oder 5 Tage. Also diese Differenz von 4 Tagen, einen gleich warmen Raum mit 2 unterschiedlichen Heizsystemen, einen gleich gedämmten Raum, einfach die Energie wegzuschalten und was dann passiert, diese 4 Tage dazwischen können wir zum Speichern nutzen. Und das ist das simple Geheimnis, warum Bauteilaktivierung ein Speicherwunder ist. Dass man in solchen Räumen komfortabel leben kann, das können wir mittlerweile mit vielen mit vielen Wohnungen zeigen. Bauteilaktivierung heißt eben, dass man über Strahlungswärme heizt auf niedrigstem Niveau. Also wir haben in der Decke vielleicht 25 Grad und der Raum mag dann 23 Grad haben. Also es reichen uns oft 2 Grad mehr, manchmal auch nur 1 Grad mehr Oberflächentemperatur der Decke, um den Raum warm zu halten. Das heißt, die Spreizung zwischen Kopf und Füßen ist minimal und ein Nebeneffekt der Strahlungswärme ist, dass auch kalte Fensterflächen, Fensterrahmen, das wird oft als unangenehm empfunden, bei 3-Scheiben-Verglasung hoffentlich nicht mehr, dass sich die ebenfalls durch die Strahlung erwärmen. Eines muss man dazu sagen, um Komfort in einem gut gedämmten Gebäude zu halten, sollten die Heizlasten, die was zu tun haben mit den Vorlauftemperaturen, nie zu hoch werden. Also wir sagen immer 25, vielleicht 30 Watt pro Quadratmeter kann man mit einer Bauteilaktivierung komfortabel einbringen. Ich könnte auch 100 Watt einbringen, aber dann habe ich vielleicht 40 Grad in der Vorlauftemperatur und dann hat die Decke 10 Grad mehr plötzlich wie der Raum. Das ist nicht komfortabel. Da kriegt man Kopfweh. Also die Decke sollte in etwa 4 Grad maximal mehr haben wie der Raum. Und die Kühllast ist entsprechend höher, 40 Watt, das ist nicht viel, damit kann ich keinen Glasdauer heizen, aber ich kann den Wohnbau die nächsten 100 Jahren komfortabel kühlen damit. Hier Harald Kuster, schöne Grüße zu dir. Ein wunderbares Flagship-Projekt, das uns mitgerissen hat, Hallwang vom Gemeindezentrum, vom damaligen Gemeindepräsident Mödelhammer, ausschließlich mit Solarthermie über eine aktivierte Bodenplatte geheizt. Also ausschließlich heißt weit über 90%. Ein tolles Projekt. Aber wir haben dem Harald Kuster damals gesagt, Harald, mein Vorgänger und ich sind Salzburger. In Salzburg regnet es viel und wenn es nicht regnet, scheint die Sonne. Und wo wir jetzt wohnen, ich in der Wachau, mein Vorgänger in Biesenberg, da geht die Sonne im November unter und kommt Ende Februar wieder. Zumindest gefühlt, ja. Glauben Sie mir das, ein Salzburger, der in Wien ist, darf das sagen. Die Fachleute sagen mir dann immer, so ist es nicht. Wir haben genau fast gleich viel Solareinstrahlung. Aber sei es drum. Wir haben ihm gesagt, lass uns das im nebligen Osten, in den Teilen, wo ich lebe, mit Windüberschussenergie probieren. Harald Kuster war wieder an Bord. Die KNV-Wärmepumpe, ein tolles Planerteam rund um die TU Wien, Simon Handler etc. Und die Aufgabe war, können wir die WEB Windenergie, können wir mit einem Windprofil, wie man es da oben sieht, eines Windparks, ja, lauter Zacken, manchmal ist 3 Tage kein Wind, da im Februar damals, da war sogar 10 Tage kein Wind, können wir mit diesen Energiespitzen, wenn wir nur diese abernten, also dann, wenn zu viel Wind in die Netze drückt, mit einem resultierenden Freigabesignal, können wir dann trotzdem durch das Speichern in den Bauteilen das Haus durchgängig warm halten. Und das ist ein Ergebnis der vielen Monitoring-Projekte, die es da gegeben hat. Ja, das kann man. Man kann, wenn 1,5 Tage viel Wind ist, also eine typische Westfront, die durch Bayern und Salzburg zieht und dann bis nach Wien, in dieser Zeit kann man in den 1,5 Tagen, ist auch ganz wurscht, können auch hintereinander ein paar wenige Stunden immer wieder sein, wie es eher am rechten Bildrand ist, man kann die Decke in der Zeit um zum Beispiel 2 Grad erwärmen, den Beton,
Die Raumtemperatur wird ein bisschen mitsteigen. Jawohl, das tut sie natürlich ein bisschen, aber nicht mehr, wie wenn zu Mittag die Sonne am Haus vorbeigeht. Und dann ist der Wind weg und dann überlässt man dank des Selbstregelungseffekts den Raum sich selbst. Und Sie sehen, was passiert. Es dauert dann in diesem Fall 4 Tage hat es gedauert, bis der Raum wieder um 1,5 Grad oder 2 Grad abgekühlt ist. Und in diesen 4 Tagen können wir wieder auf günstige, erneuerbare oder sonstige Energie warten. Und das, ohne dass wir einen Kubikmeter Beton mehr eingebaut haben an die Häuser, als ohnehin drinnen ist, ohne dass wir irgendwelche zusätzlichen Baustoffe, grauen Rucksäcke etc. in diesen Häusern propagieren, kein Lithium, keinen Akku von sonst wo und so weiter. Hier vielleicht ganz interessant, Daten aus dem Monitoring der Jänner. Was war denn das oben? Ich sehe es leider nicht. Der Jänner, das sind meine Bildchen davor, 2017 wahrscheinlich oder 16. Das war der kälteste Jänner, ja 17, da steht es eh drüber, seit 30 Jahren. Und man sieht, der Wind war da in der zweiten Jännerhälfte nicht sehr stark. Da waren 6, 7 Tage ohne Wind und dort hatten wir nur geschafft, 63% der Heizenergie dieses Häuschen, das ich zuerst gezeigt habe, einzubringen. Ein Jahr später war es ein sehr windreicher Jänner. Also da waren auch ein paar Tage kein Wind, wie man da sieht. Und dann ist es diesem Haus gelungen, 94% des Stroms für die Wärmepumpe aus überschüssiger Windenergie zu beziehen. Also dann, wenn der Windkraftbetreiber das Signal sendet und sagt, bitte, bitte jetzt einen Verbraucher andrehen, bei mir brechen die Preise ein, etc. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr jetzt noch bedenkt, bei der Wärmepumpe kommt ja 3/4 der Energie ohnehin aus dem Erdreich, aus der Tiefensonde, aus dem Bohrspeicher. Und wir reden ja hier über das 1/4, das wir in Form von Strom dem Kompressor der Wärmepumpe zuführen. Und dann ist dieses Viertel im Schnitt des Monitorings von 2 Jahren zu 80%, nicht nur aus erneuerbarem Strom, sondern sogar aus überschüssigem Strom, dann heißt das, dass wir unserem Ziel einer fast quantitativen, 100%igen erneuerbaren Versorgung von Wohnraum schon sehr, sehr nahe gekommen sind in diesem Testhaus. Ja, das muss man sagen. So, ich rufe gern dem Elon Musk von Tesla zu, dass ich glaube, dass das die kostengünstigste Batterie der Welt ist. Er möge mir widersprechen, aber dann muss es mit Zahlen belegen. Hier habe ich pro Kilowattstunde Speicherkapazität 0 Investitionskosten im Vergleich zur Fußbodenheizung. Bei der Tesla Powerwall habe ich immerhin noch immer 500 Euro pro Kilowattstunde Speichervolumen. Sebastian, so. Bitte ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich glaube, ich kann jetzt schneller werden. Das ist jetzt dieses berühmte Müllgrundgasse, dieses Haus mit 160 oder 155 Wohnungen. Oben bin ich auf das Bild stolz. Der 2. Bürgermeister der Stadt München war gleich eine Woche nach der Eröffnung mit einer Riesendelegation da. Alles läuft ja mit Windstrom, Tiefensonden, Bauteilaktivierung. Das ist diese angesprochene Wohnung, die wir gerne für Besucher öffnen. Meine Lieblingsbeschäftigung in der Mitte ist, mit dem Thermometer auf die Wandtemperaturen zu zeigen, und zwar immer dann, wenn es 35 Grad hatte. Das hatte es diesen Sommer gar nicht allzu oft. Und hier noch ein paar Realdaten aus meinem persönlichen Monitoring. Ihr seht, dass da die Temperaturen im oberen Bild langsam im Juni hinaufgegangen sind als über 30 Grad und in der Nacht auf über 20 Grad. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir die Bauteilaktivierung für das Kühlen eingeschaltet haben. Also wir haben mit minimaler Pumpenleistung das Wasser in die Erdsonden gepumpt und dann wieder in die Betondecke und den Räumen die Wärme entzogen. Und ihr seht, es hat ungefähr 3 Tage gedauert, dass das Haus von 25 Grad auf 22 Grad abgekühlt ist. Und den ganzen Sommer hatte dieser soziale Wohnbau in unserer Wohnung 22 Grad, das ist eigentlich viel zu tief, in den Dachwohnungen in etwa 24 Grad. Das heißt, hier kann auch noch eine weitere Klimaerwärmung dieses robuste System nicht stören. Völlig unabhängig von den Außentemperaturen hatten wir in diesen Häusern zwischen 22 und 24 Grad. Und jetzt kommt's. Eines dieser Häuser, wie man es hier sieht, hat ungefähr 25 Wohnungen. Es sind 7 Häuser. Und die Leistung der Umwälzpumpe zum Kühlen für 25 Wohnungen war 250 Watt. Also mit 10 Watt haben wir diese Häuser kühl gehalten, mit 10 Watt. Ich glaube, das Modem für das Internet, das ich hier für das Ding braucht, braucht das Vierfache. Ja, ich komme zum Schluss, habe viele Vorteile der Bauteilaktivierung bereits bemüht.
Sie ist extrem kostengünstig. Sie braucht Hirnschmalz, der Planer. Ich hoffe auf alle Studentinnen und Studenten hier im Auditorium. Sie braucht ein bisschen Mut, aber eigentlich nicht mehr sehr viel. Braucht ein bisschen Überwindung für die Planer, die es noch nie gemacht haben. Diese Batterie ist 100% brandsicher und 100% rezyklierbar und sie hält so lang, bis wir das Gebäude wieder abreißen. Und die Kombination mit Energienetzen liegt förmlich oder mit kalten, kühleren Netzen liegt förmlich auf der Hand. Quartiere, die sich da entwickeln. Eine Folie von der Stadt Wien, konkret von der Abteilung Bernd Vogel, ganz zum Schluss. Ich habe sie mir geraubt. Man sieht hier das Potenzial für den Klimaschutz. Man sieht, dass wir mit Erdgas 170 Gramm pro Kilowattstunde Heizleistung brauchen, um eine Wohnung warm zu halten. Und dieses Gas war vor wenigen Jahren noch die Edelheizweise sozusagen unter den Fossilen. Man sieht, wo die Fernwärme Wien liegt. Und man sieht, wo wir hinkommen könnten. Das haben wir bisher nur in diesem Testhäuschen Einfamilienhaus beweisen können, wo wir hinkommen könnten, wenn wir auch größere Bauten schaffen, mit einem Mix auch 80 Wind und 20 Energie Mix zu schaffen. Da liegt fast der Faktor 10 zwischen den Dingen. Ihr könnt auf unserer Homepage Leitfäden für den Praktiker, aber auch komplizierteste bauphysikalische Beweisführungen downloaden unter www.zement. Energiespeicher Beton sind sicher 20 Publikationen gratis zum Downloaden. Und ich bedanke mich für die Einladung in erster Linie und in zweiter Linie auch bedanke ich mich bei den Partnern wie der Stadt Wien, dem Führer im BMFIT, heute Klimaministerium der Stadt Wien, Niederösterreich, natürlich auch Salzburg, wo wir ja mannigfache Kooperationen auch mit der Fachhochschule haben, Gunther natürlich mit der Bauakademie und vielen, vielen Firmen, die uns am Weg begleiten. Und ja, eines vielleicht zum Schluss, sektorübergreifendes Forschen macht riesig Spaß. Also Sie sehen, hier kommt ein Vertreter der Zementindustrie, der seit 30 Jahren mit CO2 und dessen Minderung zu tun hat. Und es ist irrsinnig lustig, wenn man dieses Wissen um die Zusammenhänge dann plötzlich in einem ganz anderen Feld, wie man eben Gebäude heizt und kühlt, unterbringt. Also out of the box denken, querdenken, das ist, was ich mitgeben möchte. Und keine Verteufelungen von Freund und Feind und Nachbar, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Vielen Dank, freue mich auf Fragen. Danke, Sebastian. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen, weil wir sind jetzt in Verzug. Ich lese jetzt hier zwei Fragen, die eigentlich ganz gut auch von den nächsten beiden Rednern beantwortet werden können oder auch behandelt werden. Ich würde jetzt aufgrund der fortschrittlichen Zeit gleich die nächsten beiden ankündigen und vielleicht schauen wir, dass wir am Schluss noch eine Fragerunde machen, dass unsere Leute im Chat die Sachen sammeln. Ja, die nächsten zwei sind ganz begeisterte Junior Researcher, die sich auf der FH Salzburg sowohl mit dem Thema Regelungsstrategien der Bauteilaktivierung im Holz als auch im Beton beschäftigen. Das wirklich Spannende ist, oder woran es auch in der Praxis oft hakt, was wir auch merken, ist, dass es leider nicht so ist, dass man Wärmepumpe hernimmt und dann dort bei der Wärmepumpe auf dem Display einstellt, Bauteilaktivierung, und dann funktioniert das ganze Gebäude perfekt, wie es mittlerweile bei der Fußbodenheizung ja sehr, sehr häufig der Fall ist. Ja, die beiden, Michael Moltinger und Marcel Lippert, forschen zu diesem Bereich, wollen uns auch einen kleinen Einblick in ihr Labor vor Ort geben. Also es war auch so unter dem Titel Live in der Forschung. Ich bitte die beiden jetzt, ihren Vortrag zu starten und loszulegen. Bitte vom Zeitkonzept her wirklich schauen, dass wir das in 15 bis maximal 20 Minuten abgeschlossen haben. So, ich sehe die Folien, aber ich höre noch keinen Vortragenden. Vielleicht links unten auch nochmal die Mikrofone einschalten. Marcel Lippert sehe ich schon hier. Gut, dann werden Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Vortrag zur Bauteilaktivierung im Bereich Holz und Beton. Mein Name ist Marcel Lippert, ich bin Masterstudent und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Holztechnologie und Holzwirtschaft. Und mein Kollege Michael Moltinger ist vom Zweigbereich Smart Building.
Gut, dann fangen wir mal kurz an zur Projektübersicht, zum Thema Arbeits, das wäre dann mein Bereich. Wir haben uns zu grundlegend gesagt, Untersuchung von den Grundlagen für thermische Aktivierung von Massivholzbauteilen. Wir haben hier ein Brettsperrholz-Prüfling zum Veranschaulichen. Und der Sinn dahinter ist dann eben die mögliche spätere industrielle Anwendung. Der Fokus der Untersuchung war dann die Speicherfähigkeit und die Ausführbarkeit dieser Systeme, eben einerseits durch numerische Simulationen in einem Hartiflux-Programm und andererseits dann eben durch die Entwicklung eben solcher genannter Prototypen zur Verifizierung dieser Simulationen, ob das dann alles stimmt. Es ist ein Forschungsprojekt gejoint von Holztechnologie in Wirtschaft und Smart Building eben am Standort Kuchl mit einigen Unterstützung von Außenstehenden. Dann ganz kurz zur Projektübersicht TAPS-HB, das ist eben vom Smart Building Bereich. Hier war im Hinblick auf ein Mikrolab-Aufbau und das Ganze ist auf der Förderschiene vom Land Salzburg gelaufen. Hier waren die Projektziele dann eben der Aufbau und Betrieb eines Mikrolabs, wie man sich hinten sieht. Aber da wird mein Kollege dann noch mehr dazu erzählen. Eben auch die Entwicklung von Regelungskonzepten, simulationstechnische Untersuchung als Basis für zukünftige Umsetzungen und in weiterer Folge dann die Umsetzung auf Realanlagen, also Wohnanlagen im realen Leben. So, für die Parametervariationen haben wir eben sehr viele Simulationen im Hartiflux laufen lassen. Wir sehen hier links einen Betonaufbau, einen klassischen, rechts einen Holzaufbau. Die sind stationär und instationär simuliert worden und daraus aus den Ergebnissen haben wir dann abgeleitet, optimale Lage der Rohrregister, den Wärmedurchgangswiderstand, den Achsabstand zwischen den Rohren eben, die Einbringungsart, die Rohrdimensionen, Fließgeschwindigkeit, Heizkühlmitteltemperatur und auch die Wärmeleitfähigkeit. Es sind auch Sondervarianten getestet worden, zu denen komme ich dann später noch. Wie wir hier sehen können, haben wir links ein Diagramm, ein Beispieldiagramm aus einer Simulation. Wir haben auf der Y-Achse die Wärme, Stromdichte und unten hätten wir die Zeit abgebildet. Diese Simulation ist so aufgebaut, wir haben eine Heizmitteltemperatur von 30 Grad, also Volllauftemperatur angedacht, mit einer Fließgeschwindigkeit von 0,2 Metern pro Sekunde. Die Einbringung der Rohre ist wieder bündig und der Rohrabstand ist bei 20 cm. Die Überdeckung hier ist so gedacht, dass 6 cm, das heißt, hier wäre praktisch oben und hier wäre die heiße Seite, die ist mit 6 cm Massivholz überdeckt. Und wie man hier sieht, die rote Linie wäre Holz, die blaue Beton. Nach circa 10 Stunden haben wir in beiden Medien 80% erreicht. Das heißt, hier ist die Aufwärmung, also die Wärmestromdichte nach 80% ziemlich gleich erreicht. Wir haben hier rechts dann auch noch ein kurzes Video dazu. Oben haben wir Holz abgebildet, unten haben wir dann Beton. Und das möchte ich kurz mal abspielen. Und wie man hier sieht, die Ausbreitung im Beton erfolgt deutlich schneller, hat, wie schon vorher erwähnt, keine Wähligkeit gegenüber von Holz, wo man sieht, die Eindringtiefe ist nicht so tief, die gleichmäßige Ausbreitung ist nur um die Rohre gegeben und man hat hier eine deutliche Welligkeit. Der große Unterschied noch dazu ist, bei 30 Grad Volllauftemperatur haben wir bei Beton eine wesentlich höhere Wärme an der Oberfläche im Gegensatz zu Holz. Das heißt, hier geht es genau um die Behaglichkeit beim Angreifen des Mediums. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf Holz greift, wäre es deutlich kühler als bei Beton. Dann zu den Varianten, die wir jetzt testen wollen. Wir haben hier im Bereich Holz haben wir ein Rohrsystem zu testen. Wir haben aber auch ein Kapillarrohrmattensystem. Davon erhoffen wir uns eine breitere Aufteilung vom Wärmestrom. Und wir haben auch Carbonmatten, die wir testen wollen. Der Vorteil bei Carbonmatten ist dieser, wenn man sie anbohrt, passiert nichts. Wenn man jetzt in so ein System reinbohrt, dann hat man natürlich einen Wasserschaden, der muss wieder repariert werden. Bei Carbonmatten ist das nicht der Fall. Es werden auch unterschiedliche Varianten getestet hinsichtlich der Überdeckung, das heißt mit 3 cm oder 6 cm. Und beim Holz haben wir dann auch noch Einbringarten wie mit Wärmeleitblech, um zu schauen, wie sie die Wärme dann ausbreitet. Im weiteren Verlauf nach Abschluss dieser Prüfungen wollen wir bei Holz dann nur versuchen, unterschiedliche Materialien, also Holzarten einzubringen. Hier hätten wir zum Beispiel Buchenholz, also Laubholz getestet, in die drei Richtungen, also radial, tangential und quer, also Hirnholzvermessung.
Und wir erwarten uns da doch auch signifikante Unterschiede beim Wärmedurchfluss. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften von Laub- und Nadelholz und wie man sie dann im Prüfling einbettet. Beim Thema Beton haben wir uns auf 4 Varianten geeignet, eben auf eine Vergleichsvariante, wie man links sieht, zu Holz, die komplett gleich aufgebaut ist, damit man dann 1:1 vergleichen kann. Ebenfalls eine Carbon-Variante und 2 Rohrregister haben wir dann auch noch zu testen. Ja, das wäre es soweit von meiner Seite. Jetzt darf ich meinen Kollegen übergeben, der erzählt noch etwas zum Prüfstand und zur Regelungstechnik. Dankeschön. So, schön. Genau, auch von mir ein herzliches Grüß Gott an alle. Ich erzähle euch kurz was allgemein zur Messtechnik sowie zum Prüfstand, der was im Hintergrund eben ist, wie wir vorgegangen sind, auf was wir geachtet haben und wie sich das mit der Prototypenentwicklung hier bei uns so gibt. Ja, man sieht da quasi den ersten Prototyp, eben der aus Holz ist, wo bereits die Rohrregister verleimt sind und vorher eingebohrt und gepresst wurden mit einem Vergleichsfühler. Man muss sich das so vorstellen, der Prototyp ist eben aus mehreren Schichten verleimt und zwischen den Schichten ist quasi vorher gefräst worden, damit der Rohrregister perfekt bündig eingepasst werden kann, also dementsprechend der gleiche Durchmesser. Und im Nachhinein verpresst. Zudem ist beim Fühler, der hier zum Beispiel direkt mittig am Rohr dann im Prüfling liegt, ist so vorgegangen worden, dass auch vorher quasi in der Mittelschicht, bevor eben das Modul gefertigt wurde, ein kleiner Nut gefräst wurde in dem Bereich, wo eben der Fühlerkopf, also quasi die Tauchhülse, vorne kann man sich vorstellen, 3 cm in der Länge sitzt. Und die ist eben genau waagrecht eingebettet, dass man sagen kann, es gibt keine Verfälschung von den Messergebnissen, weil die Temperaturschichtung von unten nach oben, wie man in den Simulationen gesehen hat, sich variiert. Und würde man jetzt quasi von oben nach unten oder von unten nach oben diese Fühler setzen, hätten wir durch Mischung der Wärmeschichten und demnach auch eine Verfälschung der Ergebnisse. Wir haben sehr genaue Fühler verwendet. Wir nehmen eben für alle Prototypen bzw. für die echten Prüflinge PT100-Drittel-DIN-Fühler, die in der Messgenauigkeit sehr gut sind und die wir auch brauchen. Und zudem haben wir uns auch noch ein bisschen damit beschäftigt, wie wir es einbringen. Also man kann sich vorstellen, wir werden jeden Prüfling, dem 60x60 cm, 6 Temperaturfühler eben anbringen, einmal 3 direkt im Rohrregister, also so wie man es da sieht, weiter oben, direkt mittig und 1/3 weiter unten, sowie zwischen den Rohrregistern in der gleichen Ebene, dass man hier die Temperaturverteilung genau anschauen kann. Wir werden, um den Wärmestrom und die Wärmestromdichten direkt im Bauteil zu prüfen, oben und unten jeweils 2 Wärmestrom-Messplatten anbringen. Das sind 12x12 cm und die werden eben auch einmal mittig im Rohrregister platziert und einmal mittig über einem Rohrregister. Einfach, dass wir hier auch quasi einen Vergleich erzielen können. So. Wie man im Hintergrund eben sieht, wird da der Prüfstand aufgebaut. Er besteht aus 2 separaten Systemen. Einmal quasi der den Prüfling versorgt hier mit Wärme und Kälte und sowohl auf der linken Seite im Entstehen der Heizkreis für meine Heiz- und Kühlelemente. Man muss sich vorstellen, wir müssen für den Prüfling eine Umgebungstemperatur simulieren bzw. einen Umgebungsraum. Wir haben uns in diesem Beispiel dafür entschieden, dass wir Heizkörper, ähnliche Platten bzw. Planheizkörper montieren. Die würden hier unten an der Oberseite den Prüfling umschließen und quasi die Temperatur des Umgebungsraumes simulieren. Also in dem Fall könnten wir hier Temperaturen von 20 bis ca. 26 Grad kontinuierlich einstellen, die eben die Temperatur im Raum in sich von der Bauteilaktivierung umschlossen wird, darstellt. Nochmal weiter zum Prüfstand eben. Durch diese 2 separaten Systeme benötigen wir natürlich 2 Heiz- und Kühlmedien. Wir fahren hier ganz klassisch mit einer hydraulischen Schaltung in Bezug auf Einspritzschaltung mit Bypass. Die Systeme können zwischen Heiz- und Kühlbetrieb eben umgeschalten werden durch eine Change-Over-Schaltung. Unser Heizgerät wird hier einen klassischen Durchlaufboiler mit 50 Liter Speichervolumen sowie einen Durchlaufkühler eben die Kälte erzeugt.
Die Leistung liegt hier circa bei 110 Watt, was aber für uns komplett ausreichend ist, je Heizkreislauf. Zudem haben wir hier von der Firma Belimo einen 3-Wege-Regelkugelhahn verbaut, der uns eben hier den Durchfluss und die Leistungs- und Temperaturregelung übernimmt und zudem die Funktion des Energiemonitorings auch übernehmen kann. Die Durchflussregelung hier für unsere Volumenströme, die wir erreichen wollen, wird hier durch ein 2-Wege-Ventil eben gedrosselt und wir bewegen uns hier in einem Bereich von sehr geringen Durchflussmengen, also wir reden hier über 5 Liter pro Minute, die wir hier quasi in den Prüfling schicken und wieder rausholen. Also eine sehr geringe Menge, würde ich jetzt mal sagen. Was im Projekt natürlich auch noch im Vordergrund steht, ist die Abbildung von Regelungsstrategien. Also wie vorhin angesprochen, wie kann ich einen Prüfling oder allgemein ein Gebäude regeln in Bezug auf die Bauteilaktivierung? Für den Versuchsaufbau hier haben wir eine Webschnittstelle natürlich, die MSR abbildet von Siemens, wo wir genau durch diese Applikation unsere Kennlinien eingeben können, wie Sie hier beim Bildschirm sehen. So wie hier dargestellt, diese 4 Basisvarianten, wie ein Versuch theoretisch abläuft und hier über die Kennlinien gespeist wird mit der Variation der Vorlauftemperatur sowie an der Pumpenleistung. Und dieses wird quasi von uns auch in sehr vielen anderen Untersuchungsvarianten dargestellt. Aktuell haben wir 31 Untersuchungsvarianten, wo eben zum Beispiel die Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur über Basisregelkonzepte abgebildet wird mit intermittierender Umwälzpumpe, also quasi ein Taktbetrieb der Umwälzpumpe dargestellt, wo wir einfach Erfahrungen daraus ziehen wollen, wie sich das Bauteil verhält, wenn ich die Beladung hier jetzt zum Beispiel stundenweise aussetze, zu Zeiten von Überschussstrom tagsüber durch die eigene PV decken kann, ob jetzt die Leistungsaufnahme sich dadurch signifikant vermehrt. Ja, das wird der Fall sein, weil das Delta T größer wird und dennoch die Gesamteffizienz bewerten können. Und um diese Regelungskonzepte eben hier nicht nur in der Praxis zu überprüfen, werden auch gebäudesimulationstechnische Überprüfungen angestellt, wo noch mehrere Regelungskonzepte hier zum Tragen kommen und die natürlich in dem Sinne auch überprüft werden. Genau. Dann, wir möchten uns natürlich auch offiziell bei unseren Sponsoren hier bedanken, weil natürlich das Budget nicht so groß ist. Und für weitere Fragen und Anregungen stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Dankeschön. Dankeschön. Super, danke euch für den spannenden Input. Ich habe es jetzt relativ klein gesehen, die Ansicht von euch, aber das kann durchaus sein, dass das bei den anderen dann besser dargestellt wird. Ja, mache mir eigentlich jetzt nicht mehr so große Sorgen, wenn ihr echt auch an solchen spannenden Projekten dran seid. Peter Horner hat schon auch Fragen im Chat beantwortet, unser nächster Vortragender. Rohrdurchführung durch die Bauteile, eigentlich statisch mittlerweile nicht mehr ein großartiges Problem. Das kann in einzelnen Bereichen, wenn wirklich sehr viele Rohrdurchführungen zusammenkommen, dann noch irgendwo schwieriger werden. Aber die Großbauvorhaben zeigen eigentlich, dass es statisch nicht mehr die Herausforderung ist. Gibt es jetzt noch Fragen an die beiden engagierten Jungforscher aus dem Chat? Nein, Gunther, außer der Frage, die der Herr Horner schon beantwortet hat, haben wir jetzt eigentlich keine Frage. Super, dann leite ich gleich über. Ja, unser nächster Vortragender ist der Peter Horner, Architekt, auch ein Mittäter der ersten Stunde. Er hat damals schon bei der Errichtung und der bauteilaktivierten Simulationsräume mitgewirkt. Was mir bei ihm eigentlich besonders gefällt, ist, dass bei ihm sich von Anfang an eigentlich eine Art Neugier durchzieht, vor allem eben in Richtung Energieeffizienz und Nachhaltigkeit und dass er sich eigentlich nicht zwangsläufig von der gängigen Lehrmeinung hat einlullen lassen, die ja damals 2011 noch irgendwie war, dass die Bauteilaktivierung an sowieso nichts bringt und eigentlich keine großartigen Potenziale hat. Vielleicht kommt bei ihm auch das Interesse daher, dass eigentlich fast die ganze Familie eigentlich Architektur macht, ich weiß es nicht. Er beschäftigt sich nicht nur mit dem Thema Holz, sondern auch mit dem Thema Bauteilaktivierung in der Sanierung, am Anfang eben auch bei uns mit Bauteilaktivierung im Neubau. Was er uns heute vorstellen wird, und das finde ich auch wieder ganz spannend, da zeigt sich auch wieder dieser Wille zu Neuem, ist
ein Gebäude, das er in Kürze in Holz und Bauteilaktivierung ausführen will. Und er wird uns heute kurz berichten, was ihn dazu bewogen hat, das so zu machen, wo auch die Probleme und Widerstände gelegen sind und wo er persönlich auch die Potenziale sieht, weil er natürlich schon beide Seiten kennt und uns einfach heute einen Bericht gibt. Und ich hoffe, Peter, dass das Gebäude auch dann bald zu besichtigen ist, das du hier in Salzburg errichtest. Bitte, lieber Peter. Vielen Dank. Herzlich willkommen an alle. Danke für die extrem freundliche Vorstellung, Gunther. Das war echt sehr, also bin gerührt. Ich bin Architekt, also ich bin kein Forscher. Ich verdiene mein Geld ganz normal mit dem Entwerfen und Planen von Gebäuden. Habe vor 10, 11 Jahren mein erstes bauteilaktiviertes Gebäude errichtet, durfte dann eben bei den Experimentalkuben schon mitwirken. Moment, ich gehe jetzt mal auf Bildschirm teilen. Sekunde. Jawohl. Das waren damals die Experimentalkuben, zentral von der Familie Kuster, Harry Kuster, geplant. Ich habe dort die Hochbauplanung, Detailplanung und das Design machen dürfen. Dann gab es eine ganze Reihe an anderem Zeug. Im Moment in Planung ist gerade, das ist vielleicht auch für den Herrn Vogel interessant, dem ich da auch sehr danke, für das Interesse an der Sanierung, ein historisches Gebäude aus 1902 in der Stadt Salzburg, das wir mit der Hilfe von der Bauteilaktivierung auf ein sehr hohes Niveau heben werden, ohne die Fassade zu dämmen und mit Erhalt der 120 Jahre alten Eichenholzfenster. Weiters ist gerade in Planung ein Bauernhof in Holzbauweise, bauteilaktiviert in Niederösterreich. Ein weiteres Gebäude, Einfamilienhaus in Niederösterreich, ist gerade ebenfalls im Bau. Und so weiter und so fort. Plus eben die Auenwerkstatt hier im Bild. Die Frage, warum das Ganze, ist von den Vorrednern schon ziemlich gut beantwortet worden. Also da vielen, vielen Dank. Ich tue das jetzt mal im Galopp durchgehen. Circa 30% der Ressourcen unserer Gesellschaft wird durch die Bauwirtschaft verbraucht und unsere Gebäude brauchen so irgendwas 25-30% der Energie. Beides kann mit dem Einsatz, also kann sogar überraschend einfach unter dem Einsatz sinnvoller Mittel bei vergleichbaren Kosten radikal gesenkt werden. Und das ist was wir müssen. Das Ziel im Endeffekt und einfach das Kern dieser ganzen Vortragsreihe ist, dass wir völlig aufhören müssen, Öl und Gas aus der Erdkruste zu fördern und das darin gebundene CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Das ist nämlich etwas, was uns in den nächsten Jahrzehnten massiv Kosten und Folgen verursachen wird. So, wie geht das jetzt? Ich bin eben Architekt und Anwender und stehe deswegen immer wieder vor dem Ungläubigen, naja, ich meine, eigentlich möchte ich ja einen Radiator haben und Fußbodenheizung ist was Modernes und das ist mit den Venen und überhaupt. Das sind alles Erkenntnisse von vor 30, 40 Jahren und es dauert einfach ewig, bis die neuen Erkenntnisse, die wir jetzt eigentlich seit 10 Jahren haben, sich in der allgemeinen Bevölkerung durchgesetzt haben. Und nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung, sondern auch bei Planern, Bauleitern und so weiter. Ich habe vor einem Jahr mit einem Bauleiter zu tun gehabt, der gesagt hat, dass er das mit der Fußbodenheizung ist alles ein Scheiß, ich baue nur Radiatoren. Gut, gibt es auch, aber die sind am Aussterben. Wie geht das jetzt in der Anwendung? Zwei Themen. Erstens, sinnvoller Einsatz von Materialien. Und unter sinnvoll meine ich, dass man jedes Material für das einsetzt, was es am besten kann. Beton in erdberührten Bauteilen, Beton in Bauteilen, wo ich brandwiderstandsfähige Oberflächen brauche, Stiegenhäuser und so weiter. Und meine persönliche Meinung ist Holz überall sonst, Wände, Decken und so weiter und so fort. Holz hat gegenüber Beton ein paar Vorteile, Beton hat gegenüber Holz ein paar Vorteile und man muss beides so einsetzen, dass sich die Vorteile idealerweise gegenseitig bestärken. Das war das zentrale Ziel der Auenwerkstatt.
Die Anwerkstatt ist ein Projekt des Landes Salzburgs. Das wird im Norden der Stadt Salzburg in der Anteringer Weitwörterau errichtet. Ist ein Gebäude mit 330 Quadratmeter Nutzfläche für Schulklassen, die dort in der Auenwerkstatt und vor allem in der Au rundum einen ökopädagogischen Anschauungsunterricht erhalten werden. Das Gebäude enthält zwei Klassenräume, ein Büro, eine Werkstatt, einen Zentralbereich. Die Klassenräume können untereinander mit Hilfe von flexiblen Faltwänden verbunden werden, können mit dem Zentralbereich verbunden werden. Ich kann dieses Gebäude also sehr, sehr flexibel nutzen. Die Auenwerkstatt ist, wie Sie sehen, in das Gelände eingebettet und liegt am Rand eines, ich zeige es hier mit dem Cursor, ehemaligen Baggersees. Der wurde vom Land Salzburg, von der Naturschutzabteilung, die da Projekt, also Bauherr ist, mit sehr viel Aufwand und viel, viel Liebe renaturiert. Das ist mittlerweile von einem belanglosen Baggersee mit Steilufern und Fichtenholz rundum zu einem wunderschönen Gebiet geworden. Also den Besuch von dem Gebiet kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Das ist mittlerweile wunderbar auch von der Natur zurückerobert worden. Das Bild, was Sie hier sehen, ist vor der Renaturierung aufgenommen worden. Das heißt, mittlerweile ist das ganze Naturgebiet dort draußen viel, viel reichhaltiger. So, kurzer Überblick. Sie sehen den Zugang, die Auenwerkstatt hier, den Baggersee. Nächstes Bild. Blick auf die Klassenräume, Blick auf das Amphitheater. Das ist so eine Art Freiluftklassenraum. Und Blick auf das technische Rückgrat des Gebäudes, nämlich die Solarpaneele oben und die Photovoltaikpaneele hier. Das Besondere an diesem Gebäude ist, dass es vollautark ist. Das heißt, es führt keine Leitung hin, keine Leitung weg. Das Gebäude wird rein und ausschließlich durch die Sonne betrieben. Es funktioniert einerseits, indem die Photovoltaikpaneele Strom sammeln. Der wird in Batterien zwischengespeichert. Für die verwenden wir übrigens neuartige Batterien. Die werden komplett in Österreich gefertigt, ohne die Verwendung seltener Erden, Rufzeichen, sind komplett recycelbar und kosten um 3% weniger als Lithium-Ionen-Akkus. Also das ist auch wieder eine österreichische Entwicklung, die finde ich sensationell. Zweitens, die Solarpaneele, die sammeln Sonnenwärme direkt und das sonnenerwärmte Wasser wird in eine 50 cm starke Betonfundamentplatte gepumpt plus in eine 21 cm starke Vollholzdecke. Die Betonplatte dient direkt auch als Fußboden, der wird geschliffen, das heißt, ich habe nicht einmal einen Fußbodenaufbau, das heißt, der technische Aufbau ist relativ simpel. Auf dieser Betonplatte stehen dann 30 cm Vollholzwände und das war's, die sind völlig ungedämmt. Das heißt, Rufzeichen, ich kann sehr dünne Wände errichten in Vollholz, die alles können, was ich brauche. Da kommt jetzt innen und außen nur aus optischen Gründen noch eine Vorlagschicht drauf, aus technischen Gründen bräuchte ich sie nicht. Auf diesen 30 cm Vollholzwänden befindet sich dann eine 21 cm Vollholzdecke, die ebenfalls bauteilaktiviert ist und als eines der absolut ersten Gebäude weltweit auch als Kühlspeicher verwendet wird. Das heißt, in der Holzdecke wird genauso wie in der Betondecke Leitungen geführt, die in den Übergangszeiten und im Winter mit sonnenwarmem Wasser beschickt werden und im Sommer von einem Erdkollektor, der hier liegen wird, mit kühlem Wasser beschickt werden. So. Im Detail schaut es dann folgendermaßen aus. Ich möchte auch nur wieder in dasselbe Horn stoßen, in das vor allem der Herr Spahn, was der so richtig gesagt hat, die Bauteilaktivierung als Energiespeichersystem ist sensationell und man muss ganz trocken sagen, sie ist jedem anderen Heizsystem weit überlegen. Es ist das einfachste Heizsystem, das wir haben, das technisch eigentlich simpelste Heizsystem, das wir haben, das System, das die geringsten Wartungsaufkommen hat und das System, das bei weitem am besten mit ich sage jetzt ökologischen Energiesystemen, also Energieproduzenten, Wind, Sonne harmoniert, weil
wir die Gebäudemasse, die wir statisch sowieso brauchen bei der Errichtung, einfach damit das Gebäude steht, zusätzlich zu der reinen Statik, damit das Gebäude errichtet werden kann, auch noch als Energiespeicher verwenden können. Ich zeige das jetzt einmal kurz im Schnitt. Ich habe die 50 cm Betonbodenplatte, in der ganz unten die Bauteilaktivierung eingelegt wird. Die Betonbodenplatte liegt auf einem Koffer aus Foamglas, aus Glasschaumschotter. Die erdberührten und Sockelbände sind weiterhin in Beton errichtet und dann kommt obendrauf die 30 cm Betonwand und da obendrauf eine 21 cm Holzdecke, die in diesem Bereich als Kastenträgersystem ausgebildet ist, damit ich die Klassenräume statisch überspannen kann. Die Decke ist nochmal gedämmt. Das schaffe ich mit einer 21 cm Decke nach oben hin nicht, dass die reicht. Die müssen so dick werden, dass sich das finanziell nicht auszahlt. So, das ist eigentlich das ganze Geheimnis an dieser Sache. Ich kann beide Baustoffe, Beton und Holz, bauteilaktiviert einsetzen. Der Beton leitet viel schneller, das heißt, da muss ich mit der Legung der Bauteilaktivierung, wo ich die anbringe, die muss sozusagen, sollte eher entfernt von den Oberflächen, das ist jetzt eine Vereinfachung, das gibt es unterschiedliche Varianten, aber generell Daumenregel eher weiter weg von der Oberfläche sein, damit ich möglichst viel Energie einlagern kann. Im Holz kann ich mir die Schicht etwas mehr aussuchen. Holz leitet so schlecht, dass das System Träger ist. Das hat den Vorteil, dass ich die Schicht, in der ich die Bauteilaktivierung legen kann, frei aussuchen kann und dass ich mit höheren Temperaturen reinfahren kann. Damit bin ich eigentlich schon am Ende des Vortrages. Das Fazit ist, wir müssen Gebäude errichten, die sinnvoll mit ihren Materialien umgehen, damit ich allein in der Materialerzeugung möglichst viel CO2 einsparen kann und die dann im Betrieb unbedingt an die Sonne gehängt werden. Die Sonne ist unser sauberster, bester, langlebigster, verlässlichster Energielieferant, der im Gegensatz zu Öl, Gas oder sonstigen gratis liefert. Wenn ich, und das ist der Trick der Bauteilaktivierung, die Sonnenspitzen, die daherkommen, ich habe mal an einem Tag 4 Stunden super viel Sonne und dann 4 Tage nichts, wenn ich diese Energiespitzen einfangen und einfach zwischenlagern kann, und das kann ich in der Gebäudemasse, dann haben wir gewonnen. Und das ist jetzt dann ein Gebäude, das nicht ein bisschen besser ist als ein reguläres, sondern ich kann den CO2-Ausstoß über die gesamte Lebensdauer radikal senken. Und das ist das Ziel. Bitte, ihr seid jung, tragt das nach außen. Das ist für eure Generation extrem wichtig, dass wir jetzt Gebäude errichten, die dann die nächsten 30, 40, 50 Jahre Bestand haben, die kein Öl mehr brauchen und kein Gas mehr brauchen. Vielen Dank. Danke, Peter. Ich habe es nicht anders erwartet, wieder mal ein begeisternder Vortrag. Kannst du trotz Corona irgendwie abschätzen, ab wann man das Ganze dann besichtigen kann? Gibt es einen zerstörten Zeitplan oder auf jeden Fall einen Ausblick, ab wann man dann beim Besuch in Weitwörth auch das Besucherzentrum mit anschauen kann? Ende Sommer 2021. Wir haben diese Woche Baubeginn. Endlich. Okay, super. Für alle anderen, ich weise noch mal darauf hin, es sind ja einige Gebäude vorgestellt worden, MGG 22, Bildungscampus Aspang am 8. Oktober ist eine auch wieder virtuelle Vor-Ort-Exkursion, um 11 Uhr geht es los. Für alle, die Interesse haben, es sind grundsätzlich noch Plätze frei, also man kann noch dazukommen, sich anmelden. Wird auch wieder ganz spannende Sache. Ja, Fragen aus dem Auditorium. Ich sehe es gerade im Chat, ich kann die ganz schnell beantworten. Bitte, ja. Bei leichten Gebäudemassen, also bei Holzbau, der in Ständerbauweise errichtet wird, ist natürlich wenig Masse vorhanden und die kann ich nicht aktivieren. Ich kann dann noch über Dämmung arbeiten, also über Dämmsysteme arbeiten, die, wenn ich die zwischen die Ständerbauten einbringe, mehr Gewicht haben. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Aber je mehr Masse und je einfacher ich an die Masse drankomme, desto besser. Das ist Punkt 1. Unterschied zwischen Deckenheizung und Bauteilaktivierung. Deckenheizung ist ein super System. Wenn ich den ohne Bauteilaktivierung anwende, ist es bescheuert. Weil, ich meine, warum baue ich eine Decke, die große Masse hat und hänge unter die Decke dann extra ein separates System an teurer Deckenheizung drunter,
wenn ich das Ganze viel billiger und einfacher in die Decke einlegen kann und damit beide Vorteile habe, nämlich die aktivierte Masse und die Deckenheizung. Okay. Ja, ich glaube, wir haben es eigentlich summa summarum über die Summe der Vorträge ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es spricht einiges dafür. Für euch, ich glaube grundsätzlich, dass es eine Schlüsseltechnologie ist, ja, um einfach das in Zukunft zu öffnen. Ich glaube persönlich auch, dass es vor allem von offizieller Seite Vorschreibungen geben wird, Alternativenergieanteile bei Gebäuden verpflichtend zu machen, sowohl fürs Heizen als auch fürs Kühlen, weil das politisch sehr einfach dann vorzugeben ist. Ich glaube, das wird kommen und das wird dann sukzessive erhöht werden, so wie wir die Thematik bei den Dämmwerten von den Gebäuden auch kennen. Ähnlich erwarte ich das eigentlich, dass es bei der Alternativenergieanteil wird. Wir gehen jetzt in die Pause. Es gibt wieder diesen YoTribe-Raum, wo man auch wieder in kleinen Gruppen gemeinsam diskutieren kann. Um 16 Uhr geht es dann weiter, wieder in dem Hauptraum. Sie finden den Link wieder auf der Fernbedienung, also sprich auf dem Dokument, das Sie davor ausgeschickt bekommen haben, zu einer virtuellen Exkursion. Ich freue mich schon sehr drauf. Das ist auch mit wieder eine Probe für diese große Exkursionstour, die wir am 8. geplant haben. Wir hoffen, dass alles hinhaut. Das war der kritischste Punkt. Ich danke auch den Referenten, die sich jetzt hier zur Verfügung gestellt haben. Kostenfrei möchte ich dazu sagen, was in heutzutage nicht selbstverständlich ist. Es war wirklich ein wunderbar spannender Überblick aus meiner Seite. Ich hoffe, die anderen haben das auch so empfunden. Und dann am Schluss haben wir noch eine kleine, aber nicht unwesentliche Neuerung. Es gibt jetzt endlich eine Förderung für die Bauteilaktivierung, für die erhöhten Planungskosten im Vorfeld zur Bauteilaktivierung. Die ist auch ganz neu. Das wird dann bei uns erstmals öffentlich präsentiert. Ein von uns lang geforderter Schritt. Viel Spaß in der Pause. Danke den Referenten und wir sehen uns um 16 Uhr pünktlich zur nächsten. Entschuldigung. Wir lassen den Raum immer offen. Sie können gerne noch Fragen stellen. Ja, genau, weil das ist jetzt hier die ganze Zeit noch mitgelaufen. Interessiert mich selbst auch diese Batterien, die da verbaut wurden in diesem Gebäude bei der Auwerkstatt. Was sind das für Batterien? Das ist ja klasse, dass es sowas gibt. Also die ohne seltene Erden auskommt, die hat Österreich produziert. Ich weiß jetzt den Typus, ich kann Ihnen die Typennummer und das Fabrikat jetzt direkt gar nicht auswendig sagen. Oder welche Firma produziert die? Da bitte ich um direkten Kontakt, dass ich das einfach sinnvoll weitergeben kann. Ich habe die E-Mail in den Chat gestellt. Ah, okay. Gut, dann machen wir das so. Danke. Gerne, gerne. Toller Vortrag, echt. Danke, freut uns, ja. Wirklich. Falls sonst noch wer Fragen hat, Sie können auch einfach das Mikrofon einschalten, den Peter Horner, den Sebastian Spaun oder die beiden Junior Researcher noch löchern. Ich glaube, sie sind noch da, nur keine Scheu. Ansonsten, falls nichts mehr kommt, danke. Es war noch eine Frage vom Hannes Ehrtner bezüglich der schalltechnischen Übertragung in den Klassenräumen. Sehr gute Frage, auch gut mitgedacht. Ich habe eine große Betonplatte in zwei Klassenräumen. Wir haben überlegt, die über eine Fuge zu trennen, aber im Endeffekt hat die Bauphysik ergeben, dass wir das gar nicht brauchen. Diese Betondecke liegt satt auf einem Untergrund auf und ist so schwer, dass du dich echt schwer tust, dort so viel Schallenergie einzubringen, dass das wirklich massiv weitergegeben wird. Das heißt, es werden eigentlich über die Zwischenwände wird mehr Schall übertragen als über die Bodenplatte. Wenn die Bodenplatte frei gespannt wäre, dann wäre das ein ganz anderes Problem. Und vor allem, wenn ich eine Betonplatte zwischen zwei verschiedenen Wohneinheiten habe, da muss ich damit Fußbodenaufbau arbeiten, sonst geht es schalltechnisch nicht. Ergänzend dazu, das ist auch der Grund, warum, also das, die Frage war zuerst auch an mich gestellt, Fußbodenheizung und oder Bauteilaktivierung. Wir sagen mittlerweile eigentlich, dass man mit dem System der Bauteilaktivierung auskommen sollte. Und das löst natürlich eine ganz, ganz tolle Problematik. Ich kann eigentlich den normalen Fußbodenaufbau im Wohnbau weiterhin beibehalten und kann das Heizen und Kühlen über die Decke machen. Und damit ist die Schallproblematik natürlich wesentlich geringer, weil sie natürlich ähnlich ist, wie wenn ich jetzt eine verputzte Decke in einem normalen Wohnraum habe. Natürlich ist es so,
dass das auch von den Einrichtungsgegenständen mit abhängt. Wenn ich jetzt nur einen Glastisch und einen Sessel in diesen Raum stellen werde, dann habe ich natürlich ein Problem, dass das Ganze halt. Wenn ich es normal einrichte, so wie jede andere Wohnung, stellt es im Wohnbau keinerlei Probleme dar. Ich bin sogar dabei, also bei dem historischen Objekt sind wir am Überlegen, wir werden dort auch gar keinen Fußbodenaufbau machen, auch zwischen den unterschiedlichen Geschossen, weil es eine Wohneinheit ist und damit eine Schallübertragung von zum Beispiel dem Schlafzimmer nach unten relativ unbedenklich ist und umgekehrt kommt kaum was. Also man kann teilweise sich sogar den Fußbodenaufbau sparen. Wenn ich den nur noch brauche aus schalltechnischen Gründen, dann tue ich ihn dort, wo ich ihn aus schalltechnischen Gründen nicht zwingend brauche, ersatzlos streichen. Darf ich als Vortrager da auch noch eine Frage stellen, Gunther, an den Herrn Horner? Diese Aktivierung historischer Gebäude ist natürlich hochspannend und hochaktuell. Aber was ich nicht verstanden habe, wie machen Sie es? Machen Sie es über die Wände? Wo ist jetzt die aktivierte Fläche sozusagen? Wir machen das über die Betondecken. In dem historischen Gebäude gab es nie eine Heizung. Da standen nur zwei Öfen drinnen. Und die jetzt bestehenden Tramholzdecken sind eigentlich kaputt. Die hängen um 4-5 Zentimeter, biegen sich durch. Das heißt, die müssten sowieso massiv saniert werden. Wir nehmen jetzt die alten Decken raus, fräsen und stemmen eigentlich in die bestehenden starken Mauern Schlitze ein und betonieren da satt Betondecken rein. Das ist jetzt so, diese Betondecken werden bauteilaktiviert und da bin ich sehr glücklich, dass wir mittlerweile sozusagen die erste vorsichtige Bestätigung haben. Das macht keinen Sinn, diese Betondecken thermisch von den Außenwänden zu trennen, sondern im Gegenteil, wir müssen sie sogar mit den Außenwänden verzahnen, damit ein Teil der Energie in die Außenwände fließt, damit ich die Innentemperatur der Außenwände heben kann. Das heißt, ich habe ein historisches Gebäude, ich betoniere dort neue Decken rein, fütter die dann über eine Grundwasserwärmepumpe und wenn ich das in Land Salzburg hinkriege, was noch nicht ganz raus ist, fütter ich die Wärmepumpe eben auch mit Überschussstrom, dann kriege ich bei diesem historischen Gebäude mit den normalen Kosten einer, ich sage jetzt Generalsanierung, ein Gebäude hin ohne Außendämmung mit historischen Fenstern. Das wird so irgendwo im Bereich eines mittleren, schlechteren Neubaus von heute liegen, beziehungsweise bei einem Neubau von vor 10, 15 Jahren. Das kann ich noch nicht ganz bestätigen, aber das ist meine Hoffnung und ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir das so hinkriegen. Und wer zieht das, wie haben wir das beim Haushaberater Lindner, das habe ich dir mittlerweile eh schon zukommen lassen, wer zieht in diese Richtung gehen, dass ihr sagt, die problematischen Stellen auch noch, also vor allem Ecken ja, und Leibungen eventuell noch mit den Leitungen eingefräst, rundherum dazu fassen, ist sowas geplant in die Richtung oder wollt ihr nur mit dem Fußboden auskommen? Wir kommen zum großen Teil mit dem Fußboden aus, aber es gibt ein paar Ecken, insgesamt drei, vor allem Außenecken, beziehungsweise eine Innenaußenecke, wo wir an einen bestehenden kalten Bereich übergeben, innen. Da ist nämlich in dem Haus sogar eine kleine Kapelle drinnen, unbeheizt. Und da gibt es drei Punkte, wo wir in den Wänden noch zusätzliche Schleifen einlegen, damit man dort, aber das dient nicht zum Heizen, das dient rein zum Heben der Innentemperatur, also der Oberflächentemperatur innen, um Kondensat zu vermeiden. Die Heizung funktioniert rein über die Betondecken und Kühlung. Spannend, sehr, sehr spannend. Aber ich habe ja, also kleiner Ausblick auch, wir werden ja dieses Symposium nächstes Jahr ja wieder veranstalten und nachdem dieses Sanierungsprojekt dann ja vielleicht schon weiter vorangeschritten ist und die Sanierungsprojekte sein, wirklich ja, ganz, ganz rar gesät sind, ja, auch vor allem die praktischen Sanierungsprojekte, habe ich Ihnen schon eingeladen, im nächsten Jahr uns, falls das weiter vorangeschritten ist, dieses Projekt auch vorzustellen, weil da wirklich, da ist ganz, ganz wenig praktisch da eigentlich, die in diese Richtung experimentieren. Mein Traum war es eigentlich immer mal ein Gründerzeit-Wohngebäude, ein großes Mietzinshaus in Wien mal mit Bauteilaktivierung von oben bis unten zu versehen in den Wänden, ja, und dann zu schauen, wie das Ding performt, weil wir nämlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass vor allem bei Bauteilaktivierung und Kastenfenstern das sich überhaupt nicht widerspricht, weil die Strahlungswärme und die Einscheibenverglasung eigentlich ganz gut zusammengehen. Also das ist ein Riesenunterschied, ob warme Luft an der Einscheibenverglasung ansteht oder ob Strahlungswärme an der Einscheibenverglasung ansteht. Und damit sind die Kastenfenster
nicht zwangsläufig ein K.O.-Kriterium, wenn die Wandstärken groß genug sind. Muss man auch dazu sagen, mit einer 25er Ziegelwand wird man keine Chance haben, da großartig was zu reißen. Ich meine, das, was mich besonders interessiert, wird dann auch sein, diese Nutzerzufriedenheit, nicht? Weil das, was in der Sanierung jetzt sicher das Spannende ist, und Herr Horner, Sie haben es auf den Punkt gebracht, ist einfach, ich muss natürlich mit der Vorlauftemperatur dann entsprechend raufgehen, um die Transmissionsverluste ja doch abdecken zu können. Und jetzt wissen wir, dass das Kachelöfen natürlich viel, viel wärmer sind als diese 25, 30 Grad, die wir in den Niedrigenergiebauweisen sozusagen vorfinden. Allerdings hat man dort die Strahlungswärme von der Seite auf den Körper, nicht? Das ist der große Vorteil. Deswegen sind ja auch Wände grundsätzlich sehr gut geeignet für Strahlungsheizung oder Strahlungswärme. Aber bei den Decken ist es halt sensibel, weil sie auf unseren Kopf strahlt. Und das wird letztlich, glaube ich, da prallt jetzt noch ein bisschen Erfahrung, die es noch nicht gibt, auf bauphysikalische Wohlfühlforschung. Und das ist wirklich das Spannende. Geht das? Fühlt man sich dort wohl oder ist die Deckentemperatur dann zu hoch aufgrund der Verluste im Alter in historischer Substanz? Aber ich finde es toll, wenn wir es ausprobieren und dann urteilen und nicht vorher verurteilen. Dass die Leute braucht es. Also wir werden auch in dem historischen Gebäude, völlig richtig, der Knackpunkt ist die Vorlauftemperatur. A für die Effizienz und B für die Behaglichkeit. Wir werden, ich sage einmal, ich glaube sogar, also so wie es jetzt ausschaut, werden wir das mit den Wärmeverlusten in den Griff kriegen. Das, was jetzt sogar noch die größte Herausforderung ist, ist einfach die Innentemperatur der Außenwände. Dass wir die heben und dass wir das hinkriegen, ohne dass das A kompliziert und B zu energiefressend wird. Und das ein bisschen auszutarieren, das wird die richtig spannende Frage und das muss man sich halt einfach dann im Detail anschauen. Beheizbar ist das Gebäude. Also wir haben, das ist ja der große Vorteil, wenn man vereinfacht gesagt, die Gebäudemasse ist im Energieausweis immer noch nicht korrekt abgebildet. Das heißt, die Gebäudemasse bringt uns Vorteile, die mathematisch in den offiziellen Modellen noch zu wenig berücksichtigt werden. Wenn wir die in unseren Energiesystemen korrekt bewerten, dann kommen wir viel weiter und dann kommen wir auch zu Punkten, die jetzt die Systeme sagen, dass die nicht gehen. Und genau um das geht es, dass wir das austesten und korrigieren. Dazu gibt es auch wieder ganz ein spannendes Forschungsprojekt, auch gemeinsam mit der FH, wo die Darstellbarkeit der Bauteilaktivierung, vor allem eben der speicherwirksamen Masse im Energieausweis verbessert werden soll. Partner sind in dem Fall wieder die Bauinnungen, die üblichen Verdächtigen, die Fachhochschule Salzburg, die Technische Universität Wien und der Fachverband Stein und Keramik, in dem ja auch mit die ÖFÖZ mitvertreten ist, die dieses Projekt mit pushen. Peter, wenn du Interesse hast, können wir dich auch immer wieder gerne zu Steuerungsgruppensitzungen mit dazu holen. Hochspannendes Projekt und sehr gerne. Auch lang gefordert von dir, lang gefordert auch von uns, weil wir gesehen haben, eben wir haben auch ein Projekt untersucht, wo wir die Bauteilaktivierung im Altbau gemacht haben und da sind wir zwischen rechnerischem Energieverbrauch im Energieausweis und tatsächlichem Energieverbrauch waren 58% Unterschied, was eigentlich ein Niedrigenergiehaus ergeben hätte, auch ohne Außendämmung und mit Kastenfenstern. Ja, was deine Herangehensweise schon in gewisser Weise bestätigen würde oder deinen Ansatz bestätigen würde, wobei man natürlich sehr, sehr gut rechnen muss und aufpassen muss, weil es schon komplexer ist. Sanierung ist die Meisterklasse. Ja. Eins möchte ich vielleicht noch in Richtung der Studenten richten. Dieses Ausnutzen der guten Eigenschaften von allen Baustoffgruppen. Ich glaube, Leute wie der Architekt Horner, die in beiden Welten leben, die zeigen das sehr gut vor. Und ich glaube, dass dieses Beispiel in dem historischen Gebäude, dass man hier Beton auch in den Decken verwendet und sozusagen man könnte das ja sehr gut mit Holz kombinieren, auch in Unterzügen, die trotzdem Platz lassen für die Bauteilaktivierung, für die freie Strahlung aus dem Beton. Das ist für mich
letztlich ein bisschen unverständlich oder hat ein bisschen mit dieser Polarisierung in der Diskussion wahrscheinlich zu tun, dass diese alten Systeme, die wir ja schon kannten, Unterzüge, Zugzone, Holz, dazwischen den Beton aus guten Gründen, dass sich die verbreiten. Also Holz-Beton-Verbund in einer die Bauteilaktivierung mitdenkender Form. Holz-Beton-Verbund ist eh in aller Munde, aber die Bauteilaktivierung kam jetzt quer dazu und ich sehe es noch nicht. Also auf, liebe Studenten, hier gute Kombinationen, Bauphysik, Statik, tragend und ohne Berührungsängste und Scheuklappen und Lobbying-Verblödung die guten Eigenschaften zusammenführen, sozusagen ein Appell. Ich hoffe, ich sehe es bald. Dankeschön. So, super Diskussion ist entstanden. Ich muss mir allerdings jetzt noch einen Kaffee holen für die nächste, für den nächsten Punkt. Danke, Gunther, für die tolle Veranstaltung. Also dann darf ich es verabschieden. Ebenfalls. Vielen Dank. Ja, danke. Wiederhören. Danke sehr.